Ja, hallo und herzlich willkommen zu dem neuen Video von mir. Ich bin heute auf unsere Wiesen unterwegs. Ich weiß nicht, ob ihr mein letztes Video gesehen habt. Da ist darum gegangen, das Zuckerrübenland herzurichten. Und da habe ich eben auch die Wiesenschleppe zum ersten Mal herrichten verwendet, damit man eben oben ein bisschen ein feineres Saatbett schon mal im Voraus schaffen kann und die groben Knoten schon mal zerbricht, bevor man dann später quasi mit der Saatbettkombination das Land final errichtet. Ja, in diesem Video soll es jetzt aber um die Wiesenpflege gehen. Nachdem ich jetzt eben von dem vorherigen Video noch, also das, die zwei Videos sind jetzt direkt im Anschluss quasi entstanden, und ich habe jetzt eben wie im letzten Video auch die Wiesenschleppe noch dran. Nur dieses Mal hat sie einen ganz anderen Zweck, als sie im Rübenland erfüllen sollte. Ich bin jetzt hier in unsere Wiesen, wie gesagt, drin, und bei uns ist es so, die meisten Wiesen sind in einem Moorgebiet, im Moos sagt man bei uns umgangssprachlich, und da war es eben bisher immer so nass, dass man nicht reinfahren hat können. Also es ist selbst jetzt noch so, dass ich manchmal schauen muss, ob ich überhaupt jedes Eck abfahren kann oder ob man da zu starke Spuren hinterlässt, weil es einfach so nass ist. Aber wenn man sie jetzt nicht schleppt, die Wiesen, und noch länger wartet, dann schiebt das Gras einfach zu sehr an. Und dann kann man sich eigentlich auch sparen, dann macht man mehr Schaden, als man gut macht. Aber warum schleppe ich jetzt eigentlich die Wiesen? Also es ist ja so, dass eine Wiese möglichst eben halt sein soll und eben auch keine Maulwurfshaufen oder andere Unebenheiten in der Wiese drin sein sollten, weil man die sonst alle mit dem Mähwerk mäht, dann gehen die Klingen kaputt und werden stumpf. Und des Weiteren ist es halt auch so, dass halt dann das ganze Dreck, den man halt mit dem Mähwerk auch hochzieht, natürlich auch ins Futter später mal gelangt. Das möchte man natürlich nicht. Also man möchte seine Kühe oder egal welche Tiere eigentlich, das man füttert, möchte man natürlich ein möglichst sauberes Futter bieten können. Das Ganze schafft man eigentlich nur, wenn man die Wiesen eben abschleppt und dadurch Maulwurfshaufen und andere Unebenheiten in der Wiese gerade zieht, damit man einfach mit dem Mähwerk nicht mehr reinmäht. Des Weiteren ist es auch so, wenn jetzt ich mit der Wiesenschleppe da drüber fahre, dann rege ich das Gras eigentlich dazu an, dass es bestockt. Mit der Wiesenwalze schafft man eigentlich einen ähnlichen Effekt oder eigentlich noch stärker. Mit der Walze quasi kann man natürlich auch Mauslöcher zudrücken, aber dafür ist es jetzt heuer leider zu spät. Bei uns ist es nämlich so, wir sind Wiesenbrüdergebiet, heißt es. Da darf man nur bis zum 15.03. Die Wiesen walzen. Dieses Gesetz, das besteht eigentlich seitdem dieses Rettet die Bienen, diese Rettet die Bienen-Aktion in Kraft getreten ist. Und seitdem besteht eben dieses Walzverbot am 15.03. In vielen Landkreisen ist es so, dass dann das, wenn die Witterung das nicht anders zulässt, diese Regel auf 1.04. verschoben wird. Bei uns war das nicht der Fall, aber selbst wenn es der Fall gewesen wäre, jetzt heute ist schon der 5.04. Und ja, das hätten wir wie gesagt auch nicht geschafft, innerhalb bis zum 1.04. quasi die Wiesen zu walzen. Also es wäre zwar heuer eigentlich schon nötig gewesen, weil es ist ja ein sehr hoher Mäusedruck eben vorherrscht. Aber leider ja, können wir das jetzt eben nicht mehr machen. Einfach weil es zu nass war und uns die Gesetze das jetzt verbieten. Ja, dann zeige ich euch mal, wie das Ganze abläuft. Ich bin wieder mit meinem 314er Vario hier, weil eben da, wie gesagt, von vorher noch die Wiesenschleppe schon dran gehängt ist. Ansonsten würde auch ein kleinerer Bulldog hier reichen, aber ist trotzdem ganz bequem, wenn man mit GPS hier einfach rauf und runter fahren kann. Kann man sich auch mehr aufs Arbeitsgerät konzentrieren und ja, einfach auch die Wiesen und alles ein wenig mehr anschauen. Und ich kann natürlich auch leichter für euch das Video produzieren.
Genau. Möchte ich euch jetzt mal zeigen, wie das funktioniert. So, ich bin jetzt mal kurz ausgestiegen. Und hier sieht man jetzt eben nochmal das Gespann. Also hier einmal mein schöner 314er. Und hinten dran eben die Wiesenschleppe. Die ist ja 4,90 Meter oder ja knapp 5 Meter breit. Die stellt man jetzt eben so ein, damit sie einfach parallel über den Boden laufen kann. Also so wie es jetzt aufliegt, dass sie halt hinten und vorne aufliegt. Und dann hat man hier vorne eben diese Schienen, die tun die Maulwurfshaufen schon mal grob quasi über den Haufen räumen. Und dann hinten diese Ringe hier einfach, dieses Ringnetz, das sorgt dann quasi dafür, dass sich das Erdreich einfach ein bisschen eben quasi in die Grasnarbe einmischt und tut auch dafür sorgen, die Grasnarbe ein bisschen zu belüften. Das sieht man jetzt hier schon, hier wo es so braun ist, ist quasi jetzt, da war überall halt Erde höher als der ebene Boden. Und das tut es dann quasi hier so einebnen und verteilen. Und dadurch kann das Gras dann einfach wieder besser wachsen. Genau. Man sieht jetzt hier auch schon überall hier, da waren wahrscheinlich Maulwurfshaufen oder ähnliches. Und deswegen ist hier eben dann jetzt das Erdreich und das verteilt es dann. Und dann kann das Gras da wieder besser wachsen. Genau, jetzt sieht man auch hier, hier ist eben so eine nasse Stelle, deswegen schaut es jetzt hier auch ein bisschen wild aus. Ist einfach noch sehr nass, wenn man jetzt hier mit dem Fuß reingeht, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sehen kann. Da kommt einfach direkt noch das Wasser hoch, das ist nur hier dieses Loch, ich sag mal, ja, 50 Quadratmeter oder so. Und hier ist einfach so nass und deswegen ist hier auch schon so wenig Gras, hier ist einfach, hier drüben sieht man es jetzt ganz schön, da war ich jetzt noch nicht. Aber hier ist trotzdem relativ wenig Gras, also das ist nicht so, dass ich jetzt das mit der Wiesenschleppe zerstört hätte. Es ist hier einfach so, dass hier schon das alte Gras abgestorben ist, das sieht man hier. Und deswegen fahre ich jetzt auch einfach einmal drüber, auch wenn es ein bisschen nass ist, damit ich diese Schicht hier ein bisschen lösen kann vielleicht. Und dann hoffentlich auch wieder neues Gras wachsen kann. Ich habe jetzt leider keinen Grassamen dabei. Bei Gelegenheit könnte man in solche Ecken auch ein bisschen Grassamen reinschmeißen. Dafür wäre natürlich auch ein Nachsatzstriegel gut geeignet, aber wir selber haben jetzt leider keinen. Und deswegen muss es halt bei uns jetzt so gehen, dass ich einfach die Flächen abschleppe und wenn irgendwo große Löcher sind, sieht man ja dann beim Schleppen oder weiß man einfach so, dann muss man halt die dementsprechend mit der Hand dann ein bisschen was reinschmeißen, dass das wieder nachwächst. Genau, dann machen wir mal weiter. So, und ich bin jetzt gerade auf dem Weg zur nächsten Wiese und hier, wo es so braun rausschaut, das ist quasi die Wiese von meinem Feldnachbarn und die ist so braun, weil dieses Jahr eben ein extremes Mäuseaufkommen ist, wie ich es vorher schon erwähnt habe. Und die Mäuse, die fressen eben die Wurzeln von dem Gras, das ist denen ihre Nahrung. Und durch das, dass die Wurzeln dann alle abbeißen, stirbt das Gras halt ab und dann hat man so eine kahle Wiese. Das ist der Nachbar hier, der hat schon mal versucht, hier nachzusehen, so wie es ausschaut. Wir haben mal reingefahren und hat dann festgestellt, es ist zu nass. Und weil es eben zu nass ist, hat er es halt wahrscheinlich sein lassen. Aber das braucht halt jetzt auf jeden Fall nachsehen. Und dass man halt eben wieder mähen kann. Bei mir ist zum Glück ein bisschen besser. Meine Wiese, die liegt scheinbar ein bisschen tiefer als die vom Nachbarn. Und deswegen ist es den Mäusen dazu nass gewesen und dann sind sie halt auf die hohe Wiese ausgewichen, sage ich jetzt mal. Und jetzt fahren wir mal schnell ein bisschen weiter. Weil hier nach meiner Wiese, also das ist ungefähr ein Hektar, hat der Nachbar, ich weiß gar nicht was für ein Getreide, auf alle Fälle irgendein Getreide hier gesät. Und den sein Problem ist nicht, dass er zu hoch liegt und es zu trocken war, sondern der liegt ein bisschen tiefer als ich. Und da ist jetzt das ganze Getreide abgesoffen, der halbe Acker ungefähr. Also da hat man im Winter ganz gut sehen können, da war eigentlich eine Eisplatte drauf, da hätte man Eis laufen können. Und ja,
Dann im Frühjahr schwimmen noch hin und wieder so Gänse oder so, die auf der Durchreise sind, sind hier drauf geschwommen. Aber ja, das ist halt eben das Problem an den Moorflächen. Man hat zwar im Sommer keine Trockenheit wie in vielen anderen Bereichen von Bayern, aber man hat eben das Problem, dass es ja, bei Nässe eben sehr, sehr schlecht befahrbar ist und auch die Kulturen des Öfteren mal ja, absaufen, sagt man bei uns. Genau, jetzt lösche ich hier im GPS mal noch die bearbeitete Fläche raus, damit wir eben bei Null anfangen. Und dann klappe ich hier die Wiesenecke aus. Das ist ein einfach wirkendes Steuergerät. Da ist manchmal das Problem, entweder man fährt irgendwo ruckartig hin, dann klappt es aus. Aber auch nur auf einer Seite, also da muss man sich ein bisschen einfuchsen oder man macht es halt am Wegschauber. Genau, jetzt funktioniert es. Das ist eben das Problem, das ist ein einfach wirkendes Steuergerät und die klappt ein bisschen über den Totpunkt quasi raus, also ein bisschen über 90 Grad klappt die ein. Und dadurch klappt sie dann halt meistens nur aus, wenn man ein bisschen ruckartig bremst oder so, oder man geht halt raus und zieht quasi mit der Hand einmal an, dann klappt sie auch aus. Genau. Ansonsten fahre ich jetzt einfach hier rein. Ich habe mir jetzt hier, mein Feld hat quasi eine Konturlinie, also wir haben die Grenzen hier im GPS drin. Und dann hat quasi jede Seite hat eine Nummer, also hier das Vorgewende wäre die 1. Hier wo ich jetzt anfange quasi, das ist die 4, das sieht man hier oben. Und man sieht jetzt hier schon, ich bin da 18 cm oder 23, jetzt 24 von der Spurlinie entfernt. Da kann ich das GPS schon mal aktivieren, dann sucht er sich die Spur von selber und fährt hier dementsprechend richtig an der Grenze entlang. Dann kann ich hier auf Go, habe ich das mir draufgelegt, einfach das Gerät ablassen, wenn ich da einmal drauf drücke. Es geht dann runter und ja, dann geht es eigentlich auch schon los. Mache ich noch Allradautomatik an und dann Tempomat rein und dann geht's los. Dann fährt man hier so dahin, GPS markiert er eben, wo man schon war und wo nicht. Und ja, dann fährt man hier so seine Bahnen und schleppt das Ganze einmal ab. Mache ich euch mal kurz ein Fenster auf. Hier sieht man jetzt zum Beispiel einen Hasen, seht ihr den? Das ist eben in der Natur so, da sieht man viele Tiere, muss man auch immer schauen. Machen wir mal das Fenster wieder zu, dann versteht man mich auch. Genau, jetzt im Frühjahr sieht man ja die Tiere noch gut und da laufen jetzt die Hasen und so auch weg. Aber wenn es natürlich im Hochsommer oder so dann an den ersten Schnitt geht, und das Gras höher ist, dann muss man da eben auch darauf achten, dass man keine Tiere mitmäht aus Versehen oder verletzt einfach mit dem Bulldog. Ja, da muss man eben immer darauf achten. Aber jetzt ist das, wie gesagt, eigentlich kein Problem, weil jetzt sieht man ja die Tiere. Genau, und so fahre ich jetzt einfach mal die ganze Wiese hier ab und genau, verabschiede mich dann hiermit bei euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, dann kann ich vielleicht mal wieder ein Video dazu machen oder das einfach in den Kommentaren beantworten. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, schauen wir mal, was ansteht. Bis dann, euer Martin. Servus!